Hallihallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. In den letzten Videos haben wir uns ja auf die dunkle Seite geschlagen. Anakin hat den Jedi-Orden ausgelöscht und jetzt folgt eine weitere Mission. Und zwar spielen wir Obi-Wan auf Utapau, aber dieses Mal sind die Klone nicht unsere Verbündeten, sondern wir kämpfen gegen sie, weil sie halt die Order 66 ausführen, das Jedi-Auslöschungsprotokoll. Und ja, Obi-Wan ist der Gearschte, der jetzt eins auf die Fresse kriegt. The time has come. Execute Order 66. You're too late to help me here, troopers. Head up to the next platform. I'm sorry, sir. We are no longer required to follow your orders. What did you say, soldier? Und es geht direkt los. Unten bleiben. Mehr kannst du nicht? Das hat keinen Sinn. Sie wurden geschlagen. Die armen Klonsoldaten. Ich habe den Jedi gesichtet. Die Konsole sollte den Schild abstellen. Meinst du? Aber wir kämpfen hier doch gerade. Aufhören! Jedi-Verräter. Ihr seid die Verräter. Bedrohung eliminieren. Er ist hier drüben. Das war's. Weiter geht's. Ich finde das so schade, dass die Klone sich gegen die Republik stellen und gegen die Jedi auch noch. Da kommt Ruin. Ja. Aber es sind ja nicht alle Klone so. Ihr macht es mir zu einfach. Hierher, Männer. Ich muss durch die große Tür. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Das war's. Ich kann diese Wand aufschneiden. Wo ich das erste Mal den Teil geguckt habe, ne? Weil ich habe mich immer gefragt, wo die ganzen Jedi sind. Es wird ja immer davon gesprochen. Die Jedi sind halt gejagt und vernichtet worden. Und dann irgendwann kam ja dann der Teil raus und ich habe dann auf diesen Moment halt gewartet, wie die wohl sterben. Ja, und wo ich das dann gesehen habe, wie die gestorben sind, da habe ich dann gedacht, scheiße. Bekämpfen Sie Ihre Programmierung. Klonbomben eliminieren. Den nehme ich mit. Vorsicht, Achtung! Und ich war so, weiß ich, traurig und enttäuscht zugleich. So, und dann kam ja die Serie Clone Wars raus. Und dann hat man halt gesehen, wie die Klone halt mit den Jedi wirklich richtig zusammenkämpfen. Toll, mehr Klonkampfläufer. Vor allem, er sagt ja, mehr Klonkampfläufer. Das sind die ersten, die kommen. Die geben mir auf in Nüsse. Ist meine Zeit kaum wert. Ich komme nicht durch die Barrikade. Doch, jetzt. Mensch. Ja.
Du bist viel größer als ich. Versuch's nochmal. Zeit für etwas Action. Stopp den. Ich werde zu alt für so etwas. Komm runter und kämpfe! Der arme Obi-Wan. Ganz alleine und muss sich gegen seine Leute behaupten. Ich muss die Macht einsetzen. Aber er ist stark. Da muss ich zugeben. Obi-Wan ist sehr stark. Das sollte interessant werden. Genau, was ich brauche. So, komm her, du Affensohn. Ich verstehe auch nicht, warum der Klon dann stirbt. Der Klon, der müsste ja eigentlich noch leben. Theoretisch. Flankieren. Ja, super. Sie sind nicht besser als ein Droide. Die beste Rüstung ist nichts gegen Talent. Komm, Obi-Wan, wir müssen weg hier. Ich habe den Jedi gesichtet. Konzentriert das Feuer auf das Ziel. Schaltet ihn aus. Zerstört ihn. Objekt terminiert. So war's das? Ich kann diese Wand aufschneiden. Aber die Jet-Truppen mit dem Flammenwerfer, die sind richtig heftig. Das zieht mir richtig viel Leben ab, wenn ich so dran denke. Das ist heftig. Ich habe den Jedi gesichtet. Zurückbleiben. Es hat keinen Sinn. Sie wurden geschlagen. Ich kümmere mich darum, Sir. Acht Prügel gefällig. Ich will euch nicht bekämpfen. Mann, du Hund. Lass dich diesen... Stopp, Jedi! Den nehme ich mit. Sieht auch schon cool aus im Hintergrund, ne? Da kämpfen die Klone noch gegen die Droiden und hier kämpfen die Klone gegen mich. Er ist hier drüben. Die Macht ist stark hier. Ja. Unten bleiben. Das könnt ihr doch besser. Die Macht ist mein Verbündeter, mein Freund. Ich muss hier raus. Oha. Kanonenboot. Ich muss das Schiff ausschalten. Ich habe keine Zeit für so etwas.
Pech gehabt. Mehr kannst du nicht? Ihr macht es mir zu einfach. Wenn ich es nicht schnell ausschalte, bin ich erledigt. Ja. Scheiße. Ja. Leg die Waffen nieder! Feuer! Das ist besser. Jetzt ist kaputt. Ich spüre etwas. Das könnte ich ewig machen. Die Macht ist stark hier. Ich muss das Kraftfeld abschalten. Dann machen wir das. Und mein Leben ist schon wieder für den Arsch. Was ich brauchte. Wieso gerate ich bloß immer wieder in diese Situationen? Zerstört den Jedi. Na, überall ist es besser als hier. Ich sollte diese Kanonen ausschalten. Zielt auf den Kopf. Vor allem zerstört den Jedi, ne? Bekämpfen Sie Ihre Programmierung. Als ob das so eine Maschine ist. Ihr müsst das nicht tun! Den Panzer wollte ich immer haben. Das ist ein Klon Turbo. Wenn die Kanonen feuern, gehe ich nirgendwo. Turbo-Tank. Ich muss etwas gegen die Waffen unternehmen. Hierher, Männer. Brrr. Ohne die Waffen fällt auch das gepanzerte Fahrzeug aus. Ja, das sieht man jetzt leider nicht. Der Panzer hat angehalten und wir verschwinden jetzt. Direkt zu General Grievous Bomber, so wie im Film. Wie gesagt, ich finde das schon ein bisschen blöd, dass die Zwischensequenzen halt erst anfangen, wenn du redest. Master Kenobi! Senator Organa, my clone troops turned on me. I need help. We have just rescued Master Yoda. It appears this ambush has happened everywhere. We're sending you our coordinates. Überall hat die Order zugeschlagen. Aber ich muss sagen, auf Coruscant war sie am heftigsten, ne? Weil da ja der Stammsitz der Jedi-Ritter ist. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge und in der nächsten Folge dringen wir dann auf Mustafa ein und beenden den Krieg für immer. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bewertet die Videos, ne? Daumen nach oben, Kommentar nach unten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!